Moin liebe Freunde und herzlich willkommen zum Landwirtschaftssimulator 2013 Megaprojekt und heute sind wir zu dritt dabei und zwar, ihr seht es im Bild, der Gunn ist da. Jo, hallo. Und der Markus, der irgendwas anderes tut. Servus der Leute. Ding, der ich tue Dinge tun, ja nein, ich tue grubbern. Wie breit mit ist unser... Zenon, ist Therion. Ja, und wie breit ist unser Gruber? 12 Meter, oder? Ja, 12. Sicher? 12 Meter Joker haben wir ja. Ah ja, okay. Am Stissel. Passt, weil ich mache ein bisschen mit GPS-Mode. Boah, und ich bin irgendwie total glücklich, weil meine Klausurphase ist vorbei und ich schreibe im März erst wieder Klausuren. Das bedeutet, also, du hast jetzt Zeit jetzt. Bis zum Gehtnimmer. Nein, Zeit habe ich auch nicht. Also ich habe normal immer bis 16 Uhr Schule und so, aber ich habe nicht allzu viel mit Lehren zu tun. Naja, gelernt habe ich nicht, aber zumindest habe ich den Stress nicht. Dass man sich Gedanken macht, man hätte es mal gelernt. Ja. Achso, falls sich jemand fragen sollte, negativer Kontostand, weil Kreditrate abgebucht und so, ne? Liebe Leute. Da sind wir genau, mal ja, Mitternacht kommt ja immer passiert. Die Kreditrate ja. Zum Abbuchen. Schaffen wir uns auch wieder raus. Ja, genau. Vielleicht auch nicht. Ach klar. Ah. Wir können ja mal ganz kurz einen Blick, oder einer kann ja mal einen kurzen Blick auf den Kontostand werfen, aber beziehungsweise auf den... 610.000 Kredit. 610 nur noch minus, okay. Also es ist schon ein Ende abzusehen und ja, Freunde, sobald dieses Ende da ist, also sprich, wenn der Kredit abgezahlt ist, das erste Geld, also werde ich darauf bestehen, ich werde inzestieren, also das ne, darauf bestehen. Das, Inzest? Nein, das hat genau damit hat das nichts zu tun. Und was, okay. Auf was bestehst du? Dass wir dann mit Rüben anfangen. Ach so, ja. Kann ich nachvollziehen. Weil das ist also jetzt schon mehrfach bei mir in den Kommentaren erschienen auch. Und ich möchte das ja auch eigentlich schon seit Anfang an, bevor wir diesen ganzen anderen Rotz hier gekauft haben, wollte ich das ja eigentlich schon haben. Ne? Naja. Da gibt's als nächstes Rüben, okay. Und also wenn da irgendjemand was anderes kauft, dann kriegt er von mir ganz persönlich hier Kasper Klatscher. Können die Kollegen sich schon mal warm anziehen. Wo steht denn jetzt eigentlich der blöde Truck, wo ich... ganz unten im Feld. Der stand irgendwo am Weg, aber der war fast voll. Ja, also den fahre ich dann gleich auch mal weg. Dann. Genau. Dann hab ich, letztes Mal haben wir ja nachher irgendwie immer so beidseitig... Wie sehen eigentlich die anderen Felder aus? Voll. Voll. Alle voll. Müssen alle mit Gerste. Alle geerntet werden, ja. Oh, also wir haben Gerste. Jetzt wieder die gleiche, wir haben überall die gleiche Frucht. Nicht so wie man eigentlich gesagt hat, dass wir ein bisschen Abwechslung reinbekommen. Ja. Aber ist auch nicht verkehrt. Es ist nicht wirklich, wirklich verkehrt. Also es ist zwar, wäre es halt schön für ein bisschen Abwechslung zu sorgen, aber. Nein, es ist nicht verkehrt. Es wäre halt wirklich nur sozusagen, ja, dass man ein bisschen was machen kann, noch nebenbei was anderes. Ja, genau, dass man Schneidwerk wechseln muss und dass man den Truck halt auslernen muss zwischendurch und bla bla bla. Und nicht ja, einfach nur stupide von Feld zu Feld, weil vielleicht nicht einmal das Schneidwerk runtergibt, weil man zu faul ist. Ja, genau. Und da wäre es halt praktisch, wenn man da einfach verschiedene Fruchtfolgen hätte. Ja. Dass jedes muss Feld praktisch seine eigene hätte. Muss mit den Grubern noch klarkommen zu lernen. Das ist so noch ein bisschen komisch mit den 12 Meter Gruber. Ja, man muss sich immer ein bisschen an... Ich finde, der hebt sich auch relativ langsam hoch. Das kommt auf den Traktor an. So, hier ist voll, dann fahren wir das doch gleich mal weg. Und nein, wir werden trotzdem jetzt auf große Nachfragen warten. Ups, nicht durch das... Ah, scheiße, der hat so einen blöden scheiß Wendekreis. Ich kann wirklich nicht auf der Fahrbahn drehen damit. Ja, du kommst damit echt kaum um die Kurven. Ja, das ist bei einem richtigen LKW eigentlich auch so. Ja, klar. Überhaupt also, mit den langen Rahmen. Ein bisschen übertrieben. Nein, das Problem ist, wir sind in Europa halt die ganz normalen LKWs mit kurzem Radstand gewohnt. Richtig. Ja, mit denen kannst du ja drehen wirklich fast um Stand. Ja, aber mit den amerikanischen, mit den Longhorns, die was wirklich einen Radstand haben von doppelter Länge, was normal ist, ja, ist es nicht das so einfach. Das kenne ich zu auch zum Beispiel aus Eurotruck, da kommt es auch nicht rum um die Kurve mit so Dingern. Ja, genau. Das ist also, beziehungsweise ich habe es halt aus dem Vorgänger aus 18 Wheels of Steel, Holland, da ist es ja wirklich ganz extrem.
Da kannst du auf europäischen Straßen, kannst du damit überhaupt nicht fahren mit den Dingern. Ja, weil die einfach gewohnt sind, nur gerade Straßen und Ja. fertig. Das ist also wirklich ganz. Ja, es ist. Also Aber so ein langer sonst. Radstand ist schon eine feine Sache, wenn du halt wirklich gerade Straßen hast, ne? Weil du weniger Aber. lenk halt, weil du weniger korrigieren musst und du hast auch Ja. mehr Kra halt kannst sozusagen mehr Kraft, glaube ich. Du kannst mehr mit weniger Leistung ziehen, wenn ich mich Ja. täusche, so irgendwie ist das. Ja, das mag sein. Du hast ja auch So. teilweise die John Deere Traktoren haben ja auch Die einen sind ja auch relativ langen ziemlich lang. Radstand Ja. gegenüber die Sta halt, was man in Europa gewöhnt ist, und die haben halt mit weniger PS auch viel Leistung, Ja. So, weil es jetzt doch habe ich weit hier ein auseinander ist. kleines Weil Problem. dadurch ist es halt nicht mehr so wendig. Das stimmt wieder. Hat Ah. beides seine Vor- und Nachteile. Lass Ich bin mich gleich jetzt voll. durch. Ja, ich würde gerne hier auch durch, ohne das Schild umzufahren. Soll ich dich kurz abfahren? Halt mit. Ja, Moment, ich bin noch gleich fertig hier. Ich bin gerade am Ab. Na, ich suche jetzt gerade den. Ich glaube, da ist es. Okay. Über. Ich will da rein! Ja, darfst du Ja, dann mach ja. du! Mir Mensch, ist das Mensch, ihr egal. seid mir Nein, viel zu nein. nett. Ich glaube, du bist noch am Zurückfahren zum Hof. Nee. So, los, mach du. Nein, ich bin jetzt Was? im Grubern. Na gut, dann grubber du. Mir ist das jetzt egal. Mach mal eine Schaufel rein in der Zeit. Ich mache Ja. mal eine Schaufel hinein. Wo stehst du denn? Unten oder oben oder wo? Ganz so Richtung Schafweide. Okay. Hier ist doch noch gar nichts verkehrt. Ich glaube, da Da war war noch doch noch was. ein, da war doch noch ein kleines bisschen. In dem hinteren, glaube ich, in dem vierten. Nein, waren die Oder nicht alle hatte leer? da, oder hatte das schon irgendwer weggeschaufelt? Waren nicht bei unserer Aufnahme nicht auch schon alle leer? Weil wir haben Ja, ja gesagt, Füllstand war wir dichter. können den Minusgrad gar nicht abwirtschaften. Ja, dann wird es wohl so sein, wie es ist. Wenn ich mich nicht täusche. Hat Ey! jetzt keiner gesehen. Ich hab's voll in der Aufnahme, weil ich mir gerade schön die Felder angesehen habe. Scheiße. Das sieht keiner. Kannst du mal ganz schnell die Abkürzung nehmen. Soll ich Ist das rausretuschieren? er Soll ich durchs da so einen Korn riesigen gefahren? schwarzen Balken hinmachen? Aber ich hab's nicht in der Aufnahme. Halt, wer das nicht sehen will, schaut einfach kurz bei mir. Ja, eben genau. Wer jetzt Augenschmerzen hat, der soll nächste Mal mit einer Augenklappe gucken. Richtig, genau. Ihr sollt das nicht immer alles so furchtbar ernst nehmen, Leute. Ach geh, das muss man. Das ist ein Ach. Spiel, das muss man Das ist ein ernst nehmen. Simulator. Da steht Du mich auch. 2013 drauf, das muss man Na, ernst gerade nehmen. wenn, also ich könnte zum Beispiel so Simulatoren wie den Gleisbau-Simulator oder sowas wahrscheinlich nicht spielen, wenn ich mal das nicht ernst nehmen würde, dass ich da wirklich, dass die Arbeit so wirklich ist. Weil Ja, gut, okay. sonst könnte ich das ja gar nicht, weiß nicht. Also Gleisbausimulator könnte ich generell nicht spielen. Da würde ich wahrscheinlich irgendwie Einschlafen. Ich glaube, eine halbe Anfälle des Stunde würde ich Wahnsinns kriegen. hinkriegen. Also ich habe nur bei Harald Frenkel habe ich halt die erste Folge von seinem Let's Play Gleisbausimulator gesehen. Ist zwar ganz witzig einerseits, ja, aber es ist wirklich nur mit einer ganz ordentlichen Humor, Alkohol und Drogen und Humor zu ertragen. Bitte schraube 6000 Schrauben raus. Ja, also wirklich, das kannst du doch, mit klarem Verstand kannst du doch solche Spiele echt nicht spielen. Programmieren. Das ist, tut mir leid. Also was ich mir halt noch gerade so vorstellen könnte, ist hier irgendwie so Train Simulator oder sowas, ne? Aber da musst du auch schon Zugfan sein. Ich hatte da richtig Bock drauf, hab mir da mal Demos von besorgt. Aber Ah. eigentlich ist das, weil du einfach nur die Geschwindigkeit anpasst die ganze Zeit. Du Richtig, kannst ja nicht musst lenken, halt auf das ist die Dings, ja. auf die Abfahrtzeiten eventuell gucken und so, dass du Genau. halt wirklich den Fahrplan einhältst und musst halt gucken, wenn irgendwelche Signale sind, dass du halt auch dann tatsächlich bremst und so. Aber sonst brauchst du bei im Endeffekt auch nichts machen W wäre halt das optimale Torque-Format. Man kann sich auch nicht verfahren eigentlich, ne? Glaubst du, dass das das Du musst optimale Weichen Torque-Format? stellen teilweise. Ja? Also Weiß kann man nicht. sich doch verfahren. Je nach Simulator. Also ich habe da mal eine gespielt, da habe ich das erste Tut sozusagen gespielt. Und das war am Bahnhof direkt, am Frachtenbahnhof, und da habe ich Rangieren gelernt. Und da bist du nur 5 Meter nach vorne gefahren, hast du dann wieder in die umschalten müssen, in die Gleisansicht, bla bla bla, hast du die Weichen stellen müssen. Das Problem war aber, dass du die Weichen nicht einfach so einfach stellen hast können, sondern es haben sich dann andere wieder umgestellt. Wenn du die eine umgestellt hast, haben sich andere auch umgestellt. Okay.
weil das ein bisschen unverpackt war oder keine Ahnung was. Und ja, das war halt mühsam dann eigentlich. Oder um nervige Mitarbeiter zu simulieren. Das könnte ja genau sein. Genau, die mobbenden Kollegen halt, ne? Ja, logisch. Und dann musst du warten, okay, dann war das am Bahnhof, dann fahren da andere Züge noch. Musst du warten, bis du grün bekommst. Und dann war das teilweise so, 5 Minuten hast du keine grüne Ampel bekommen. Okay. Und dann stehst du 5 Minuten herum. Ja. Naja gut, okay, die meisten bieten ja an, dass du dann irgendwie so eine Art schnellen Vorlauf hast, dass du dann doppelte oder vierfache Zeit hast oder sowas. Ne? Ja, aber trotzdem fährst du nur deine Geschwindigkeit. Halt nicht schneller. Das heißt, ich find's irgendwie ein bisschen stumpf. Ich ja gut, aber wer halt wirklich Zugfan ist, da kann ich schon verstehen, ne? Und es wäre halt sind gerne mal gut, man kann da so viel einstellen, aber es ist halt nur Gas geben und bremsen. Ich muss ehrlich sagen, da ist ein Flugsimulator einiges besser. Ja, auch wenn es auch nur von A nach B zum Fahren ist. Es kommt zu fliegen, bitteschön, zu fliegen. Die Luftfahrt. Es kommt drauf an, man was also zum Beispiel der aktuelle von Microsoft hier, der Flight X, genau. Ja. Der aktuelle, der jetzt hier irgendwie kostenlos ist, ne? Die Version, die gekostet hat, die habe ich hier. Ja, die habe ich ja auch. Gut. Die ist richtig gut. Wurde dann auch richtig kostenlos. Es gibt aber die Kostenpflicht, die gehen auch immer zum Kaufen. Ja, und halt diese kostenlose finde ich persönlich absolute Rotze. Ja. Auf jeden Fall. Na, du hast halt viel dazu kaufen können, sozusagen. Ja. Ah, das gibt's halt, ich weiß noch, das war ein Freund von mir, ist Flugzeug-Fan ungefähr. Halt, der hat auch einen Flugschein, so einen Segelflugschein oder Motorflugschein, halt Kleinmaschinen. Und der hat halt auch Simulatoren und bla bla. Und der hat sich nachher zu dem Flight X, hat er am Anfang auf keinen Rechner richtig funktioniert, weil er die Leistung gar nicht gebracht hat. Ja. Die haben es nachher im Cluster kurzzeitig auch angespielt, halt haben sich mit 5 Rechnern zusammengeschlossen, weil sonst ist das überhaupt nicht geflogen. Und dann, sobald du das Back für Österreich dazugeben hast, das bedeutet, dass du einen realistischen Anflug hast an die Flughäfen und so weiter, halt mit Umgebung und dann bist du nach Wien gekommen und neben dem Flughafen Wien ist die OMV, halt, das ist die Österreichische Mineralölverband oder sowas, und die haben dort eine Raffinerie. Okay. Das schaut, wenn du in der Nacht hinfliegst, urgenial aus, auch in echt. Weil da urviele Lichter sind und überall was leuchtet und bla bla bla. Und so viele Röhrl und so weiter. Aber die haben das genau detailgetreu nachgebaut. Die haben die Pläne bekommen von OMV. Ah. Aber wenn du dorthin geflogen bist, sind die meisten Rechner abgestürzt. Guten, du Schlampe, du! Schlampe, oh mein Gott. Du hast aber stehen lassen. Gott. Ja. Klappt's auf die Rechnung. Jetzt wären wir schon als Schlampen beschimpft, wenn wir mal stehen lassen. Was ist los? Ich habe hier gerade Lag. Was ich dazu sagen wollte... Du bist vom Server geflogen. Ich bin gerade vom Server geflogen. Ah, du wirst deinen Disconnect haben. Ja, ich habe meine Zwangsabschaltung mal wieder. So wie also bei meiner Aufnahme. Die 24 Stunden, ja. Ja, wir haben jetzt gerade 13 Minuten, weil das ist gerade noch ein bisschen... Entweder wir hören auf und es gibt einen kürzeren Bass. Das ist komisch, ich hab den gar nicht. Ja, oder ich logge jetzt gleich ein wieder. Ja, wie du willst, mir ist es gleich. Ja. Was ich nur sagen wollte, es gab mal dieses, ich glaube Orbit-Paket hieß das, da war die ganze Welt in diesen HD-Texturen. Ja. Und das hatte, glaube ich, auch 80 GB oder so. Ja, aber das Österreich-Paket hat alleine 60. Ja, also es kommt wirklich drauf an. Also da kannst du richtig Geld ausgeben auch. Die Dinger sind ja teilweise echt kostenpflichtig. Und, aber das sind auch geile Sachen dabei. So, jetzt kriegt und ihr wahrscheinlich. Ich bin damals mal von Rom nach Schweden irgendwo geflogen und bin da auch wirklich 2 Stunden oder sowas geflogen. Ja, ich habe mal dreisterweise wirklich versucht, so eine Weltumrundung zu starten. Also, dass du wirklich immer darfst, also entweder nur nach Westen oder nach Osten fliegen. Okay. Nach Nord und Süd ist völlig egal, aber halt nur eine Richtung, westlich oder östlich, je nachdem. Ja. Das ist so die Regel des Ganzen. Das sind so 30 Stunden Flugzeit, oder? 30 Stunden Flugzeit, also ich hätte mehrere Monate damit zu tun gehabt. Ja, aber reine Flugzeit, halt, die sind 30 Stunden, glaube ich. Ja, müsste man schaffen, circa. So. Ja, locker, denke ich. So, jetzt bin ich in der Aufnahme wieder dabei, Leute. Ihr habt jetzt gerade ein bisschen was verpasst, weil bei mir gerade die Zwangstrennung war. Ich bin gerade vom Server geflogen. Ja, dann machen wir jetzt ganz einfach eine kleine Überlänge, dass das bei dir auch wieder mit dem Bart passt. Ach, das ist völlig egal. Meine Zuschauer freuen sich, wenn sie kurze Parts haben. Ja, das glaube ich fast nicht. Die wollen immer nur lange, lange, lange haben. Nein. Ich glaube, die Internetleitung freut sich darüber, wenn du kurz. Aber wir werden auf jeden Fall das Feld hier fertig dreschen und das sind eh noch 2 Bahnen und das sind noch so 1,5 Minuten und dann sind wir wieder perfekt. Wo ist denn der gute Guten wieder? Am anderen App bei mir.
Bei dir. Okay, und wo bist du? In der ja, ich sehe schon, ich Oberkante. sehe schon, ich sehe schon. Ah, der Flight X, der hat mich echt damals auch ziemlich begeistert. Ja, also Microsoft Flight Simulator 10 ist es ja Dann habe ich ihn eigentlich. verliehen und derjenige hat mir den zwar zurückgegeben, aber ohne die Betriebsanleitung. Und die Okay. hat er wohl eben vermummelt und auf der Betriebsanleitung steht hinten der Aktivierungscode drauf. Ach, Das ist sehr das ist natürlich sinnvoll. Rotze. Ja. Also gleich was auf der Fresse, dem Kerl. Ja. Ups, 94% schon. Überlege ich Leon. nach wie vor noch, ob ich mir das Spiel noch ein zweites Mal hole. Wenn ich das mal irgendwo für einen Zehner sehe, mache ich das. Ich Ich habe glaube, das damals kostet noch immer 25 oder 30 € fast. Ja, Also ich das ist weiß, nicht billig. das Und ist ich so meine jetzt teuer. auch die Gold-Version, damit du alles. Du bist voll, Doc, Ja, oder? ich bin voll, ja, stimmt. Das reicht. Seid ihr beide voll? Nee, ich habe noch Okay. 70. Ja, weil wir sind jetzt auch an Bar der Grenze schon wieder angelangt. Jo, jo. Also, liebe Freunde, ne, wenn ihr den Teil des Gesprächs, den ihr jetzt verpasst habt, sehen wollt, meine Zuschauer jetzt, dann guckt einfach bei Markus oder Guten rein und schaut die fehlenden 2,5, 3 Minuten bei denen. Ja, So. und ansonsten hoffen wir natürlich, dass ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid, ne? Ja, und wenn Wenn's. ihr irgendwelche Fragen habt oder diskutieren über den FlightX, der hätte ich auch gerne mal. So mit euch, was ihr davon haltet, so von solchen Simulatoren, weil es ist doch eine eigene Schiene, so ein Ja, Flugsimulator. da kannst du ja ja. jeden Knopf im Cockpit drücken, Genau. also auch was Ist anderes richtig wie bei hardcore dann. LX. Also das ist das, was ich richtig unter Simulation verstehe. Und da gibt es ja auch Leute, die sich tatsächlich so ein Flugzeugcockpit, was weiß ich, von einer In den Keller 737 oder so, stellen. im Und mit Keller gestellt haben. Hydraulik-Anschlüssen und bla bla. Ja. Also richtig Und sinnvoll. soweit ich weiß, wird der sogar in einigen professionellen Lufthansa Flugsimulatoren. benutzt den, glaube ich, Lufthansa auch. benutzt Ja. ihn, die Ja. AUA benutzt ihn, halt alle großen Unternehmen benutzen ihn eigentlich. Ja. Nur in Du einer kannst da halt ja auch bisschen viele, viele ver. Mods Ja, reinpacken und so. in einer Natürlich, klar. bisschen spezielleren Form natürlich. Richtig, natürlich. Die ist dann auch Aber wirklich ich auf die glaube, ganze. über das Thema reden wir noch einmal im nächsten Part. Das Weil können sonst wir kriegen machen, wir ja. einfach ein Das können wir machen. Wahnsinnsüberlänge schon. Alles klar. Okay. Gut, dann, ne? Bis zum nächsten Mal, Tschüss. Ciao, Leute, und Leute. tschüss.